Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier ein Reus hier vorstellen. Findet ihr hier in der Kategorie Sheriff Robert. Ja, da haben wir ja auch gleich hier das gute Stück. Ja, so wie jetzt da steht, kostet hier 250.000 Euro eine Anschaffung. Und ja, hier 12.750 Euro Leasing, würde schon sagen. 17.000, ja. Hier ist menschlich. Ja, das gute Stück ist hier 260 km/h schnell, steht hier geschrieben. Ich habe hier so 160, 180 km/h schon hinbekommen, aber dann wird er ein bisschen unfahrbar. 90 Liter Tankvolumen und ja, eine Leistung von 563 PS, entsprechend hier 414 kW, 10 Euro Unterhalt am Tag. Wir haben hier Farbwahl in vier Kategorien. Einmal Felgenfarbe, dann hier in Color. Designfarbe und Hauptfarbe natürlich. Ja, wir fangen einfach mal hier mit dem Innenraum mal an. Da können wir beispielsweise hier den jetzt in Orange hier gestalten. Dann die Designfarbe, ja, machen wir einfach mal hier blau. Das sieht dann auch ein bisschen edel aus, würde ich mal sagen. Und da könnten wir uns jetzt so kaufen. Aber ich sag mal so, so passt es mir irgendwie nicht so ganz. Also, ja, könnte man so, nein. Ja, okay, nein, das ist nicht so. Das sieht ja gleich aus wie am Anfang. So, ja, so wirkt er auch schon mal edel. Dann hier Felgenfarbe hier. Ja, nehmen wir mal was Schrilles. Hier mal einfach hier das Gelb natürlich. Ja, dann haben wir Kennzeichenwahl. Hier einmal Rumänien, einmal Washington DC oder ohne. Dann hier hinten mit Kupplung oder ohne Kupplung. Dann haben wir noch hier eine Möglichkeit, hier also mit Ambiente-Licht hinzuzufügen. Dann Motorisierung haben wir jetzt hier den V12 Slow und dann können wir hier den Fast nehmen. Da ändert sich hier oben hier aber nichts, wie man hier sieht. Dann ja, ist hier das Coole dran, da hat hier viele coole Felgen hier zur Auswahl. Jetzt Beispiel hier mit Standard, dann jetzt die RIM 1, RIM 2. RIM 3, dann wieder Standard. Ja, also würde man sagen, sieht schon mal der cool aus. Ja, der ist auch nicht schlecht. Pflegeleicht im Putzen leicht, aber am optischen natürlich gefällt mir der hier am besten her. Ja, Kupplung hier funktioniert, habe ich auch schon getestet. Ja, ich denke mal, wir schauen einfach uns das gute Stück jetzt natürlich mal hier genauer an. Ja, was gibt es denn noch zu sagen? Ja, das Coole dran ist, er ist hier mit Simple IC hier nutzbar. Ja. Da kann man jetzt hier die Türe, die ist hier so hergestaltet. Sehen wir jetzt hier. Kann man es auf und zu machen, aber leider hier keinen Sound verbaut. Ja, Kofferraumklappe ist hier leider hier ohne Simple IC. Ist hier ja mit also X hier zu schließen. So. Sehen wir hier, sieht schon mal sehr edel aus. So, steigen wir einfach mal ein. Ah, dann sind wir jetzt hier mal seitlich den Button dran. Hier, da können wir jetzt hier die Türe auf und zu machen. So, Spiegel, wie wir sehen, hier mit Funktion. Wir schalten einfach mal das hier mal aus, machen mal den Kofferraum mal zu. Da sehen wir jetzt auch hier im Spiegel wieder cool auf und zu. Da ist Sound verbaut. Leider hier bei den Türen hier ist kein Sound verbaut. So, sonst sehen wir jetzt hier leider hier nichts. In Ambiente Licht hier sehen wir schon mal. Das habe ich schon mal extra eingeschaltet, dass wir das hier sehen. So her, das geht hier so her durch. Also sehr nice, muss man sagen. Ja. Ja, jetzt sehen wir jetzt die Tachonadel noch nicht. Starten wir mal Motor. Da sehen wir es auch noch nicht. Wenn wir das Licht mal ausschalten, dann sehen wir hier die Nadel, sobald das Licht an ist. Ja, es ist schwer zu sehen. Erst im Dunkeln auf Nacht. Dann schauen wir auch gleich hier uns das jetzt mal im Dunkeln natürlich an. Lass mal das natürlich mal sehen. So. So. Einmal schalten, zweimal, dreimal, viermal. Linke Kontrolllampen leider hier keine vorhanden. Einmal F schalten, sehen wir jetzt hier die ganzen Lichter hier funktionieren. Da sehen wir auch gleich hier überall, wo hier Simple IC hier nutzbar ist natürlich. So. Wir jetzt auch gleich mal hier den Blinker, sehen wir hier beim Spiegel, sieht man ganz leicht leuchten, sollte vielleicht ein Spiegel eine Lampe bekommen, vielleicht, ich weiß es ja auch nicht. So, zweite Mal F, dritte Mal, vierte Mal, Bremslicht, Rückfahrlicht, Bremslicht, das normale Licht. Dann wenn wir hier in den Innenraum gehen und schauen, dann sehen wir jetzt dunkeln schon die Nadel ganz leicht, aber nicht viel.
So, würde ich mal sagen, wir gehen natürlich wieder in die Tagesgeschichte wieder über. Ich finde jedenfalls, der Rolls Royce ist schon mal nicht schlecht gemacht. So, und ja, fahren, ja, lässt er sich soweit ganz gut. Sound her gefällt mir nicht, sage ich mal so, ist Geschmackssache. Weil der Motor dreht viel zu hoch, würde ich sagen. Uah, ja. Und sonst, da, das Fahren passt soweit das ganz gut, wie wir sehen. Wir erreichen eine hohe Geschwindigkeit und ja, ich habe gedacht, er nimmt mich gleich mit. Ha. Aber ich, jedenfalls nicht schlecht gemacht, so her, ist Geschmackssache. Außerhalb des Sound, von denen ist die Rede zwecks Geschmackssache. Wir sind ja, ja. Das ist hier unsere kleine Rennpiste, wie ihr kennt. Jedenfalls, wie gesagt, der Patcher hier funktioniert. Habe ich davor schon mal getestet. Oh. Man hebt auch leicht ab. So, ja, ja. Wow. Ja, also, wie gesagt, also fahren, ja, lässt er sich gut, aber er hat seine gewissen Probleme. Wie wir sehen, hier ist die Kiste auch waschbar. So, ist halt für einen neureichen Bauer. Jetzt sitzt er hier in den Schlamm drin. So. Bleiben wir gleich mal hier stehen. So, dann schauen wir uns gleich hier auch die Lok an. Da sehen wir hier, die Lok ist hier fehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da nach oben. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.